Und jetzt finden wir mehr als ein Körnchen Wahrheit an der Legende vom goldenen Vlies. Es ist einer der bekanntesten Mythen der Antike. Die Argonauten, Seefahrer aus Griechenland, rauben mit Hilfe der Königstochter Medea das goldene Vlies aus dem Lande Kolchis. Wo liegt das sagenhafte Königreich Kolchis? Gab es dieses Goldland der Antike mit dem heiß begehrten Widderfell, dem goldenen Vlies, dessen Geschichte die Jahrtausende überdauerte, wirklich? Schätze aus Georgien. In dem kleinen Land zwischen Kaukasus und Schwarzem Meer vermuten Wissenschaftler das fantastische Kolchis. Thomas Stöllner, Bergbauarchäologe aus Bochum, will die Rätsel um das legendäre Goldland lösen. Zusammen mit dem auf archäologische Metallfunde spezialisierten Andreas Hauptmann setzt er modernstes wissenschaftliches Know-how bei der Spurensuche ein. Die beiden Goldfahnder erforschen die Wahrheit hinter der Legende vom goldenen Vlies. Georgien. Thomas Stöllner erkundet Neuland. Wurden die alten Goldlagerstätten des versunkenen Landes Kolchis bisher immer im hohen Kaukasus vermutet, so richtet sein Team den Blick weiter nach Süden, in die abgeschiedenen Berge des Transkaukasus. Der georgische Archäologe Georgi Gokotschuri führt die deutschen Bergbauspezialisten zu dicht bewachsenen Abhängen. Er hat dort seltsame Höhlen entdeckt. Eine Felsspalte. Der Eingang zu einer antiken Goldmine? Finden die Forscher hier einen Hinweis auf das sagenhafte Reich? Erste Probennahme. Lieferte dieses Gestein das Material für das goldene Vlies? Nicht ganz ungefährlich ist der Vorstoß der Bergbauarchäologen in die Tiefe. Ihr Ansatz ist neu. Sie vermuten, dass das Gold aus Minen stammte und nicht aus Flüssen gewaschen wurde. Um den Verdacht zu erhärten, müssen sie aber erst einmal eine Goldader finden. Die Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen ist dagegen ein Kinderspiel. Die türkische Hafenstadt Trabzon am Schwarzen Meer. Hier startet das zweite Goldfahnder-Team mit einer ebenfalls unkonventionellen Überlegung. Ünsal Yalçın und Andreas Hauptmann sind Archäometallurgen. Diese junge Wissenschaft enträtselt die Herkunft von archäologischen Metallfunden. Sie glauben, dass das legendäre Goldreich Kolchis nicht nur im heutigen Georgien zu suchen ist. In den Bergen der Nordosttürkei sehen sie ebenfalls potenzielle Hüter des Edelmetalls. Die Staatsgrenzen gab es vor Jahrtausenden ja überhaupt nicht, sagt Andreas Hauptmann auf der Fahrt ins Kaçkar-Gebirge. Die uralte griechische Sage vom goldenen Vlies beschreibt einen Ursprungsmythos der Goldgewinnung. Wenn er stimmt, müsste in den Flüssen jenes Kolchis das Edelmetall noch heute zu finden sein, so die Überlegung der Wissenschaftler. Spurensuche am Wildbach. Das Waschen von Flussgold gilt als älteste Methode, um an das begehrte Edelmetall zu kommen. Die beiden Goldfahnder finden erst einmal nur schwarzen Sand, Magnetit. Doch sie wissen, wo Magnetit ist, da könnte auch Gold sein. Ein Puzzleteil bei der Suche nach dem versunkenen Reich. Wir brauchen noch einige Lokalitäten, wo wir Goldkörnchen bergen können, waschen können.
Aber wir haben eine gute Datenbank in der Zwischenzeit und hoffen schon, dass wir die Kolchis in den Griff bekommen. Es ist Geduldsarbeit. Hunderte von Pfannen Sand müssen gewaschen werden, um Indizien für ihre Suche zu finden. Goldkörner. Diesmal ist die Mühe vergebens. Also ich nehm das mit. Die Kollegen in Georgien haben mehr Glück. Die Archäologin Irina Gambatschidze vom Georgischen Nationalmuseum in Tiflis hat Thomas Stöllner auf einen ganz besonderen Berg aufmerksam gemacht. Gemeinsam fahren sie nach Saktrissi im Transkaukasus. Hier untersuchen georgische und deutsche Wissenschaftler einen Felskegel, der seltsam durchlöchert ist, wie ein Schweizer Käse. 8 Uhr morgens. Grabungsbeginn. Eines ist schnell klar. Die Gänge sind künstlich in den Berg geschlagen. Von wem, wann und vor allem warum? Einsatzbesprechung des georgisch-deutschen Teams. Der Schachteingang ist wild zerklüftet. Das ist für die Ausgräber nicht ganz ungefährlich, die sich Meter für Meter nach unten arbeiten müssen. Zunächst muss der ganze alte Schutt raus. Erst dann werden die Wissenschaftler die Struktur der Anlage und vielleicht auch ihre Funktion verstehen. Es werde Licht. Auf der Suche nach Bodenschätzen sprengten Ingenieure 1982 Stollen ins Gestein. Ihnen verdanken die Archäologen nicht nur die Glühbirnen in der Unterwelt. Die modernen Prospektionsgänge sind ein seltener Glücksfall für die Forscher von Saktrissi. So können sich der deutsche Bergbauarchäologe und sein georgischer Kollege bequem unter Tage bewegen. Und sie stoßen auf rätselhafte, schmale Schächte. Mitten im Berg. Sie stammen nicht von den Sprengungen von 1982. Sie sind sehr, sehr viel älter. Die Spannung steigt. Sie müssen einst mit dem obertägigen Stolleneingang verbunden gewesen sein. Die wissenschaftliche Jagd nach dem Geheimnis des goldenen Vlieses wird auch 200 Kilometer südwestlich von Saktrissi im türkischen Murgul weitergeführt. Die Kupfermine von Murgul ist ein modernes Großunternehmen. Tagebau im Schatten der Gipfel des Kaçkar-Gebirges. Ünsal Yalçın und sein Kollege Andreas Hauptmann vom Deutschen Bergbaumuseum in Bochum wollen auf ihrer Suche nach dem Gold der Alten das Wissen der heutigen Minenmanager anzapfen. Sind die Bagger der Minenleute hier schon mal auf Gold gestoßen? Kupfer und Gold kommen oft zusammen vor. Davon wollen die Minenmanager allerdings nichts bemerkt haben. Trotzdem zeigen sie den Wissenschaftlern einen seltsamen Stollen. Ein altes Bergwerk. Aus der grauen Vorzeit jenes Landes, von dem das goldene Vlies geraubt wurde. Das Mundloch ist auffällig groß. Hier wurde mit neuzeitlichem Sprengstoff gearbeitet. Yalçıns Abschlagprobe zeigt eine rötliche Oxidation, ein Zeichen für unsichtbar im Stein verborgenes Golderz. Die Experten sammeln akribisch die kleinsten Hinweise. Andreas Hauptmann hat Pyrit entdeckt, das im Volksmund auch Katzengold genannt wird. Das Katzengold, es hat ja alles irgendwo einen wahren Kern. Ja? Und der Pyrit, der kann der Gold enthalten. Wenn er sich zersetzt und sich zu Limonit umwandelt, dann bleibt ein bisschen Gold übrig. Pyrit hat ja mehr Gold drin als Chalcopyrit. Ja. Also, das ist ja ganz interessant hier. Die Goldfahnder in der Türkei sind wieder nur einen kleinen Schritt weitergekommen. Hinter den Bergen im georgischen Saktrissi sieht es ganz anders aus.
Der Stolleneingang wird freigelegt. Eimer für Eimer kommen die Forscher ihrem Ziel näher. Die Identifizierung des Bergwerks. Noch wissen sie nicht, ob hier wirklich Gold abgebaut wurde und wie alt es ist. Reste einer Erzader, die die Montanarchäologen in über 20 Meter Tiefe gefunden haben, sollen Antwort geben. Die Probe wird im Labor untersucht. Sie enthält Gold. Gold, das mit solchen Steinschlägeln einst aus dem Berg geschlagen wurde. Ein primitives Werkzeug. Damit sollen sich die frühen Bergleute durch den harten Fels geschlagen haben, um Erz zu gewinnen, in dem unsichtbar Gold eingelagert ist? Für den Bergbauspezialisten Stöllner ist ein derartiger Erzabbau durchaus denkbar. Man muss mit sehr aufwendiger, körperlich anstrengender Arbeit in sehr engen Gängen, mit Steinschlägeln dieser Art, wie wir sie hier sehen, muss man das gewinnen. Und wir sehen schon, dass sie die Gerätekultur sehr stark an diese Gänge anpassen. Wir finden ganz spezialisierte Schlägeltypen, die praktisch gerade auf diese ganz schmalen Gänge ausgerichtet sind. An manchen Stellen sind die Gänge so eng, dass wohl nur Kinder hier arbeiten konnten. Mit urtümlichen Steinwerkzeugen haben sie 70 Meter lange Stollen in den Fels gehauen. Die Archäologen staunen über die Bergbautechnologie der Kumpel von damals. Und dann stoßen sie auf ein winziges Teil, das sie elektrisiert. Sag, was gibt's Neues? Wir haben jetzt die Schichtoberfläche, die jetzt hier vom Schnitt 2 runterzieht. Wie ein großes Stück Holzkohle. Das ist die 2407, oder? Ja, genau. Ah ja, haben wir ja schon viel, gell? Aber es ist ganz spannend, das ist ein ganz kurzringiges Holz, ja. Vielleicht nimmst du das extra. Okay. Mit eigener Fundnummer, das, ich glaube, das lohnt sich. Und wie es sich lohnt. Die Holzkohle lässt sich mit der C14-Methode datieren. Unglaublich, sie ist 5000 Jahre alt. Sagt Riss ist das älteste Goldbergwerk der Welt und es ist das erste, in der wir eine Technologie studieren können, die wir dann etwa 1000 Jahre später ganz weit verbreitet in der alten Welt finden. Und das finden wir hier das erste Mal auf einem hohen technologischen Niveau. Wir haben ein Bergwerk, das 25 Meter tief geht. Das ist also Weltspitze. Und für uns natürlich höchst faszinierend zu sehen, dass man dem Gold mit so viel Aufwand, ja, mit so viel Spezialisierung nachgegangen ist. Holzkohle auch am Schachteingang. Sie bestätigt die spektakuläre Datierung. Die begeistert auch den georgischen Kulturminister Nikolaus Vatschaitschwili, der stolz vernimmt, dass das älteste Goldbergwerk der Menschheit in seinem Land entdeckt wurde. 1000 Jahre bevor die alten Ägypter begannen, nach Gold zu graben, war in Sagdrissi bereits Hochbetrieb, erklärt Irina Gambacice sichtlich erfreut. Die antike Legende vom goldenen Vlies, vom sagenhaften Reich, scheint sich in Georgien immer mehr zu bestätigen. Trübe ist dagegen die Stimmung bei den Goldfahndern in der Türkei. Das liegt nicht nur am Dauerregen. Die Suche nach einer goldträchtigen Stelle an den Flüssen des Kaçkar-Gebirges verlief bisher wenig erfolgreich. Wasserfälle und Wildbäche wirken wie eine gigantische Goldwaschanlage der Natur. Das Wasser löst das Edelmetall über die Jahrtausende aus dem Erz in den Bergen, wissen die Archäometallurgen Jaltschen und Hauptmann. Nur wohin wird es vom Wasser transportiert? Wo lagert es sich ab? Das ist die Herausforderung beim Goldwaschen. Weltenfern liegen Gehöfte und Dörfer an den steilen Abhängen. Die Menschen hier mussten und müssen sich mit der Natur arrangieren. Es ist eine vage Hoffnung, die die beiden Forscher zur Rast in einer Teestube verleitet. Vielleicht kennen die Einheimischen goldträchtige Stellen in den Gebirgsbächen. Heimvorteil für Ünsal Jaltschen.
Der gebürtige Türke versucht erst einmal ein vertrauensvolles Gesprächsklima zu schaffen, bestellt Kaffee und Tee und spricht über das Wetter. Dann wird es interessant. Die Männer kennen viele Geschichten über das Gold aus den Bergen. Nicht jeder rückt gleich damit heraus. Doch freundliche Beharrlichkeit zahlt sich aus. Die Einheimischen leben seit Jahrhunderten hier. Die sind inzwischen mit der Natur verwachsen. Die sind ein Teil der Natur geworden. Die sind auch sehr natürlich, die Menschen, die wir denn kennengelernt haben, die unsere sehr wertvolle Hinweise gegeben haben, wo wir dann was zu finden haben. Die Fahndung läuft an. Die Wissenschaftler beginnen an der empfohlenen Stelle mit der Probennahme. Hinter großen Steinen lagert sich schweres Gold ab, weil die Strömung dort nicht so stark ist. Hier platzieren die Forscher ihre Goldfalle. Über diese Rutsche wird Sand gespült. In einem kleinen Teppich sollen sich die darin enthaltenen schwereren Goldflitter verfangen. Ein Prinzip, das schon die Goldsucher der Frühzeit kannten. Wahrscheinlich entstand genau so der Mythos vom goldenen Vlies. Die Alten verwendeten Schaffelle als Goldfalle. Die Körnchen setzten sich in der Wolle fest. Was bringt der moderne Kunstfaserteppich? Den Forschern aus Bochum würden schon kleinste Mengen Gold zur Analyse genügen, um die Zusammensetzung der Flussnuggets mit der von antiken Goldobjekten vergleichen zu können. Erst einmal wird der Faserteppich gründlich ausgespült. Dann wandert das gewonnene Extrakt in die Goldwaschpfanne. Auch für die Profis immer wieder ein spannender Moment. Es glitzert. Wahrscheinlich aber nur Pyrit, Katzengold. Die Forscher lassen sich jedoch nicht entmutigen. Sie glauben an den Platz, den ihnen die Einheimischen verraten haben. Denn Gold muss nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sein. Im Labor werden sie die Probe noch viel genauer unter die Lupe nehmen. Zur selben Zeit 200 Kilometer nordöstlich. In Sagdrisi dringen die Archäologen immer tiefer vor. Über 25 Meter führen die Schächte senkrecht in den Fels. Da die Bergleute unter Tage mit Feuer arbeiteten, war die Belüftung mit ausreichend Sauerstoff eine Frage von Leben und Tod. Mit Hightech wollen die Bergbauarchäologen um Thomas Stöllner die technischen Meisterleistungen der Kumpel vor 5000 Jahren enträtseln. Mit einem mobilen Laserscanner vermessen sie das dunkle Labyrinth aus schmalsten Gängen und Stollen. Nach dem Abendessen beginnt für die Forscher im Grabungshaus die zweite Schicht. Aufarbeitung der Funde und Messdaten des Tages. Thomas Stöllner errechnet aus den Scannerdaten ein virtuelles 3D-Modell, das die Größe und Form des ältesten Goldbergwerks erstmals sichtbar werden lässt. Die millimetergenau abgetastete Struktur der Stollenwände beweist dem Spezialisten, dass die Bergleute sich tatsächlich mit einfachsten Steinhämmern durch das Quarzgestein geschlagen haben. Die Gänge folgten ganz präzise den goldführenden Erzadern. Mit dem Computermodell kann das Volumen des gesamten Stollensystems angezeigt werden. Daraus errechnen die Wissenschaftler, dass hunderte Kilo reines Gold aus dem Berg gegraben wurden. Jetzt ist klar, warum er vor 5000 Jahren wie ein Schweizer Käse durchlöchert wurde.
Aus dieser Tiefe kam ein sagenhafter Schatz. Wie konnte er geborgen werden? Der Abbau war perfekt kontrolliert und organisiert. Daran sieht man, welch großes kulturelles und wissenschaftliches Potenzial darin steckte. Es war ganz offensichtlich nicht die Arbeit von wenigen, sondern eine große, komplexe Maschinerie, die die Bergbautechnik beherrschte, hauptsächlich für die Goldgewinnung. Hier unter Tage war ein hochspezialisiertes, arbeitsteiliges Bergbauunternehmen tätig. Hunderte, wenn nicht tausende Menschen haben in Sagdrisi geschuftet. Der erste Goldrausch der Menschheit war perfekt organisiert. Die Steinschlägelausbeute von nur einer Grabungskampagne. Steckt das 5000 Jahre alte Bergwerk hinter dem Goldmythos? Fragen, die die Damen vom Grill weniger beschäftigen. Sie müssen jeden Tag die vielköpfige Grabungsmannschaft satt bekommen, die sich in ihren Häusern eingemietet hat. Doch das gelingt ihnen vortrefflich. Beim gemeinsamen Essen diskutieren Georgier und Deutsche leidenschaftlich. Wo ein Bergwerk ist, muss es auch Menschen gegeben haben. Wie haben sie gelebt? Was haben sie mit dem Gold gemacht? Haben sie es nur gefördert oder haben sie es auch an Ort und Stelle verarbeitet? Waren sie reiche Herren oder Arbeitssklaven? Der Friedhof von Sagdrisi. Kommissar Zufall hilft den Goldfahndern. Ein Totengräber stieß beim Ausheben eines Grabes auf seltsame Knochen. Schon der erste Anschein verrät den herbeigerufenen Archäologen, die menschlichen Überreste müssen sehr alt sein. Behutsame Millimeterarbeit. Spurensicherung der Botschaften aus der Vergangenheit. Und dann Keramiken, Töpfe. Über 4000 Jahre alte Grabbeigaben, aber keine Goldobjekte. Wer waren die Bergarbeiter von Sagdrisi? Die in den Zähnen der Toten gespeicherte DNS könnte wichtige Hinweise auf ihre Identität liefern. Dann endlich eine vielleicht entscheidende Entdeckung im Staub. Mikroskopisch klein, für das bloße Auge unsichtbar und doch so wichtig. Spuren von Gold im feinen Sand. Gold für den legendären Schatz? So sieht Schmuck aus antiken Gräbern in Westgeorgien aus. In der Kupfergrube im türkischen Mogul stehen die Räder nicht still. Die moderne Welt giert nach Rohstoffen, ohne jede Rücksicht auf die Natur. Die Mine hat sich schon ganz nah an ein kleines Dorf herangefressen. Von den Bauern erhofft sich Ünsal Yalçın endlich weitere Hinweise in Sachen Kolches und goldenes Vlies. Sein Großvater, so erzählt dieser Mann, habe in einem Bach in der Nähe der alten Kupfermine Gold gewaschen. Das ist der Roman, der sagt ja, im Prinzip sind alle Flüsse Gold. Vorbei an der alten Kupfermine geht es immer tiefer hinein ins Gebirge. Hier soll er sein, der Claim der Großväter. Keine Nuggets, sondern winzige Körnchen würden den beiden Forschern reichen, um den geochemischen Fingerabdruck des Goldes analysieren zu können. Wieder diese Knochenarbeit. Schaufeln, sortieren, sieben.
Die Wissenschaftler haben Helfer angeheuert. Die Rutsche. Wird sich diesmal in ihrem Teppich Goldflitter verfangen? Gold, das die stete Kraft des Wassers aus dem Berg gewaschen und genau hier abgelagert hat? Schon seit Stunden stehen sie im Auftrag der Wissenschaft im eiskalten Wasser. Hunderte Eimer Sand und Gestein haben sie gesiebt. Finden sie auch hier Flussgold, wie schon zuvor im Kaukasus, in Svanetien? Denn trotz der spektakulären Entdeckung des Bergwerks deutet die Legende vom goldenen Vlies auf ausgewaschene Nuggets aus jenem Reiche Kolchis. Endlich, beim Anblick dieser Pfanne ist sich Andreas Hauptmann sicher. Wir müssen Morgul als potenziellen Lieferanten des Goldes der Kolchis mit einbeziehen. Wir dürfen den Blick nicht nur nach Svanetien richten, nicht nur auf den Kaukasus. Wir müssen das gesamte Gebiet des Transkaukasus mit in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Aus verschiedenen Goldquellen können also die antiken Schätze des legendären Königreichs geformt worden sein. Die Fahndungsteams haben gleichgezogen. Ein vergessener Flugplatz irgendwo in Georgien. Einsatzbesprechung auf einem ausrangierten Billardtisch. Aus der Luft will Thomas Stöllner das Gebiet rund um Sakdrisi erkunden. Er erhofft sich von dem Aufklärungsflug neue Erkenntnisse über die geografische Ausrichtung des antiken Goldlandes. Es geht Richtung Süden. Von den wolkenverhangenen, schroffen Gipfeln des Kaukasus zu den weichen Hängen des Transkaukasus. Dort befindet sich nach den neuesten Funden der Wissenschaftler das Dorado der Vorzeit. Am Ziel ihrer Träume sind die Goldfahnder jedoch noch lange nicht. Wo wurde das Edelmetall verarbeitet? Wer hat die Produktion kontrolliert? Wohin wurde es geliefert? Um diese Rätsel zu lösen, müssen die Fundorte so genau wie möglich untersucht werden. Der Goldberg von Sakdrisi ragt wie ein Kegel aus der Landschaft. Doch deswegen ist Stöllner nicht hier. Ihn interessiert das Gebiet, in dem die Jahrtausende alten Gräber entdeckt wurden. Und da ist es, ein langgestrecktes Plateau. Zwei tief eingeschnittene Flussläufe schützten es gegen potenzielle Angreifer. Das gut zu verteidigende Plateau war ein idealer Ort zur Goldverarbeitung. Das wurde durch den Flug deutlich. Irina Gambaschidze schickt die Archäologen zur Oberflächensuche. Überall finden sie Scherben, die meisten so alt wie das Bergwerk. 5000 Jahre. Anscheinend war die ganze Fläche besiedelt. Von Goldobjekten jedoch immer noch keine Spur. Anscheinend wurde alles Wertvolle damals von hier fortgeschafft. Mit Radarstrahlen durchleuchtet der Geophysiker Martin Stüps die Oberfläche des Plateaus. Mit dieser elektronischen Ausgrabung spürt er Mauern, Straßen und Gräben auf, die unsichtbar unter der Grasnarbe versteckt sind. Doch alle wissenschaftliche Arbeit tritt schlagartig in den Hintergrund. Irina Gambaschidze und Thomas Stöllner werden nach Matniuli gerufen. Streng bewacht und von der Außenwelt abgeschirmt, wie vielleicht auch vor 5000 Jahren das Bergwerk von Sakdrisi, liegt hier in Matniuli die größte moderne Goldmine Georgiens. Ein wichtiger Devisenbringer.
Was ist dem mächtigen Minenboss so wichtig, dass er die Forscher im schwarzen Nobelgeländewagen abholen lässt? Vor dem Treffen dürfen sie beobachten, wie Goldabbau heute funktioniert. Gold bedeutet Macht. Das war schon immer so. Und deshalb geht es in der Chefetage ohne große Umschweife zur Sache. Der Goldberg von Zagdrissi soll abgetragen und zum zweiten Mal ausgebeutet werden. Beim aktuell hohen Goldpreis würde sich das durchaus lohnen, meint der Generaldirektor. Da kann die Archäologin viel von Kulturdenkmal und Sternstunde der Wissenschaft erzählen. Für ihn zählt der Profit. Die Forscher stünden vor den Trümmern ihrer Arbeit. Irina Gambaschidze geht in die Offensive. Das älteste Goldbergwerk der Menschheit steht in Georgien. Lange vor den Ägyptern, den Römern und den russischen Zaren haben Georgier die schwierige Bergmannskunst beherrscht. Das soll vom Erdboden verschwinden? Das lässt den Minenboss zögern. Der junge Staat Georgien braucht die Verankerung in der Geschichte. Die Grabung kann weiterlaufen. Der Direktor hat sogar seine Unterstützung zugesagt. Mit Hilfe der Daten des Geophysikers Stüps sind die Archäologen auf eine hochinteressante Stelle gestoßen. Grundmauern und seltsame gebrannte Fragmente. Mit einer Teleskopstange wird eine Digitalkamera in Position gebracht. Noch ein Stück weiter nach hinten. Ja. So ist gut. Okay. Die auffällig gebrannte Scherbe könnte zu einem Schmelztiegel gehört haben. Die aufgehängte Kamera zeigt den Grundriss eines Gebäudes. Eine Werkstatt zur Goldverarbeitung? Eine Pfeilspitze. Bewaffnung für die Bewacher der Goldarbeiter oder von einem Überfall? Beweissicherung. Und die Goldfahnder stoßen auf immer neue Spuren. Nah an einer vorzeitlichen Hausmauer legen sie einen 5000 Jahre alten Arbeitsplatz frei. Ein glatter Stein und eine Ofenstelle. Der Stein wurde offensichtlich als Erzmühle benutzt. Das erklärt den rätselhaften Fund des Goldsandes gleich daneben. Weitere Indizien elektrisieren das georgisch-deutsche Forscherteam. Tiegelwand kann man eigentlich ganz gut sehen. Ich würde alles nehmen. Die Reste eines Schmelzofens, der wahrscheinlich neben der Erzmühle in der vorzeitlichen Goldwerkstatt benutzt wurde. Und die spritzen natürlich auch heraus. Der Tiegel steht praktisch umhüllt von Holzkohle, dass er die Hitze möglichst an allen Seiten bekommt. Und dann wird er, wie man das auch auf ägyptischen Darstellungen des dritten Jahrtausends gut kennt, mit Blasrohren von vielen die Hitze eben hochgebracht bis zum Schmelzpunkt. Die Goldschmelze. Warum steckten die Menschen schon vor 5000 Jahren so unendlich viele Mühen in diesen Moment? Gold ist sicherlich ein Machtfaktor für die Herausprägung erster überregional wirkender Königtümer und wichtiges ritualisiertes Herrschaftsmittel. Und ist als Totengold von Bedeutung. Es wird mitgegeben, um die Rolle des Herrschers in seiner Gesellschaft und auch im Jenseits zu zementieren. Stück für Stück entschlüsseln die Wissenschaftler die Realität hinter dem uralten Mythos vom goldenen Vlies. Winzige Perlen. Der einzige Schmuck, den sie in Zagdrissi gefunden haben. Kein Gold. Sicher ist, das Gold hat Zagdrissi verlassen. Wohin und auf welchen Wegen ist die nächste Herausforderung für die Forscher. Die Goldwerkstätten waren wabenförmig aneinander gebaut.
Das ergibt die Auswertung der Teleskopkamerabilder. Diese Pfeilspitze aus Obsidian beweist, dass das Plateau gut bewacht wurde. Doch wohin führte der Weg des Goldes? Wir werden herausfinden, welche Beziehungen mit anderen östlichen Kulturen, zum Beispiel mit Mesopotamien, mit dem Nahen und Mittleren Osten bestanden. Das damalige Georgien stand auf jeden Fall mit anderen Ländern in Verbindung. Das zeigen unsere archäologischen Funde. Weitere Forschungen werden die These beweisen. Das ist ein neu entdeckter Pfad, der nicht nur für Georgien, sondern für die Weltgeschichte wichtig ist. Die Fahndung nach dem sagenhaften Goldreich ist erfolgreich. Obwohl oder vielleicht gerade weil sie zwei verschiedene Wege gingen, haben Thomas Stöllner und Andreas Hauptmann deutliche Hinweise aufzeigen können. Doch jede Antwort bringt neue Fragen. So ist es heute. Wir wissen ja nicht, wie das vor 5000 Jahren gewesen ist. Was wir durch die Entdeckung von Saktrissi wissen, ist, dass mitten im heutigen Georgien die erste Goldindustrie der Menschheit arbeitete. Eine Sensation. Aber das Gold ist da. Es ist kein Eisen, kein Bleizink, kein Kupfer, es ist Gold. Ja? Was auch passt, das sind die Erze, die Golderze von... Doch Hauptmann will mehr. Er verfolgt den Weg des Goldes. Dazu muss er möglichst viele geochemische Fingerabdrücke des Edelmetalls in seine Fahndungskartei aufnehmen. Thomas Stöllner liefert mit seinen Golderzproben aus dem Bergwerk eine breite Datenbasis, um eine aufregende These zu prüfen. Führt die Spur zu den ersten Hochkulturen der Menschheit nach Mesopotamien im heutigen Irak? Saßen dort die Auftraggeber oder sogar die Herrscher des Bergwerks von Saktrissi? Und ging das Flussgold, das mit wesentlich weniger technischem Aufwand zu gewinnen ist, denselben Weg? Und was auch noch dazu kommt, und das ist hochinteressant, ist eben dieser Goldbezirk von Murgul und Gümüşhan in der nordöstlichen Türkei, sodass wir also nicht ausschließen können, dass das Gold auch von dieser gewaltigen großen Lagerstätte von Murgul kommen könnte. Andreas, ich würde sie dir dann mitgeben, dass du sie... Endgültige Antworten wird nur die Untersuchung aller Proben aus den verschiedensten Gebieten des alten Goldlandes geben können. Bochum, Deutsches Bergbaumuseum. Eine der größten Forschungseinrichtungen in Sachen Montanwesen. Hier wird das Golderz von Saktrissi erst einmal nach allen Regeln der Laborkunst zerkleinert. Aus dem Pulver werden die Wissenschaftler den Goldgehalt ermitteln. Dann können sie exakt hochrechnen, wie viel Gold in Saktrissi tatsächlich abgebaut wurde. Am Rasterelektronenmikroskop vergleicht Andreas Hauptmann aber auch die Struktur und Zusammensetzung der winzigen Goldpartikel. Du kannst nicht abschätzen, ob das ist auf jeden Fall Neben- oder Spurnelle. Das hat ja vorher ausgesehen, als wenn man irgendwelche Ausschnitte. Zuerst sieht sich der Goldfahnder die Oberfläche der Körner mit millionenfacher Vergrößerung an. Das geschulte Auge erkennt hier schon bestimmte Herkunftsmerkmale. Den Rest erledigt die Technik. AU, das chemische Kürzel für Aurum, Gold. Sein Gehalt ist relativ hoch. Die alten Bergleute wussten also sehr genau, wo sie graben mussten. Aber das reicht noch nicht für einen aussagekräftigen Fingerabdruck. Dazu fahndet der Professor nach Blei. Blei ist in geringsten Konzentrationen im Gold enthalten. Und Blei ist immer zusammengesetzt aus unterschiedlichen Isotopen, die im Massenspektrometer gemessen werden können. Das ist durchaus vergleichbar mit dem Fingerabdruck am Daumen und dem genetischen Fingerabdruck, den man heute mit der DNA messen kann.
Universität Frankfurt, Institut für Geowissenschaften. Hier soll die DNA des Goldes aus Georgien und der Türkei entschlüsselt werden. Im staubfreien Labor stehen modernste Messverfahren zur Verfügung. Der Goldfahnder wird schon erwartet. Seine Proben aus den verdächtigen Fundgebieten werden in ein Massenspektrometer geladen. Dieses Gerät analysiert die Bleiisotopenverteilung und Konzentration. So lassen sich Goldobjekte ihrem Ursprungsmaterial aus Berg oder Fluss eindeutig zuordnen. Die Forscher hoffen zu erfahren, wo das Gold für ein bestimmtes Objekt gewonnen wurde. Das Beschussfeld für den Laser wird festgelegt. Sein Strahl verdampft winzigste Partikel der Probenoberfläche. Das Gold beginnt zu sprechen, entlarvt endlich das versunkene Reich Kolchis. Das durch den Laserbeschuss entstandene Gas wird in das Massenspektrometer geleitet und dort analysiert. Wenig später erscheint auf den Monitoren der Forscher der Fingerabdruck des Goldes. Den können Sie jetzt vergleichen mit den Messergebnissen von Proben mesopotamischen Schmucks. So entsteht ein immer genaueres Bild, welche Goldquellen für die Statusobjekte der ersten Hochkulturen angezapft wurden. Die Wege des Goldes werden enträtselt. Das Goldland Kolchis, die Wiege des goldenen Vlieses, gab es wirklich. Das Land zwischen Schwarzem Meer und Kaukasus ist nicht nur die Heimat fantastischer antiker Schmuckstücke. Das internationale Forscherteam hat bewiesen, dass der Rohstoff für die Schätze ebenfalls von dort stammt. Das goldene Vlies ist mehr als ein Mythos. Mit Hightech des 21. Jahrhunderts gelang es, eine jahrtausendealte Sage auf ihre historische Realität zurückzuführen. Der Machtfaktor Gold bereitete bereits vor 5000 Jahren den Weg für eine regelrechte Industrie. Die Strapazen der Forscher lassen nur erahnen, mit wie viel menschlichem Leid das schimmernde Metall behaftet war. Namenlos die Toten, die in den Goldgruben starben. Ungezählt die Kriege, die um seinen Besitz geführt wurden. Der ewige Mythos von Macht und Gier, Verrat und Tod hat sich bewahrheitet. Nächste Woche reisen wir in eine geheimnisvolle Welt. Das Gehirn. Als erstes interessiert uns, wie es unter Drogen funktioniert.